Ein Schütze schießt auf der Autobahn auf vorbeifahrende Autos und er trifft. Das ist eine unvorstellbare Situation. Bernd Suko, ist genau das passiert. Er hat mit uns über diesen Unfall gesprochen. Und er ist nicht das einzige Opfer. Denn seit Wochen häufen sich wohl die Meldungen über die Autobahnschüsse in Niedersachsen. Hätte ja auch anders ausgehen können. Ich war bloß froh, dass ich mit dem Leben davon gekommen bin. Dienstag 18.30 Uhr. Bernd Suko ist auf der Autobahn bei Bad Zwischenahn unterwegs, als es plötzlich einen lauten Knall gibt. Ein Schütze schießt aus dem Nichts einfach so auf seinen LKW. Es hat einen richtig harten Knall gegeben auf die Scheibe. Erst habe ich ja gedacht, da kommt irgendwas durch. So, dann habe ich bloß geguckt, dann habe ich oben auf die Brücke geguckt und dann habe ich bloß gesehen, wie der ein Gewehr hochgenommen hat und nach rechts weggelaufen ist. Wer genau da oben von der Brücke wegläuft, erkennt Bernd nicht. Dass der Schuss auch ihn hätte treffen können, realisiert der 60-jährige Kraftfahrer erst hinterher. Da ist ein Schuss reingegangen, der war ungefähr 4 cm Durchmesser. Und das Projektil, das war ein kleiner schwarzer Punkt. Wenn das ein richtiges Projektil gewesen wäre, wäre ich heute wohl nicht mehr hier. Schüsse auf der Autobahn, nicht der erste Fall in den vergangenen Wochen. Mittlerweile ermittelt die Polizei in 8 Fällen. Tatorte sind die A1, A28 und A29. Auch am Wochenende schießt ein Unbekannter auf diesen weißen Kombi kurz vor einer Autobahnbrücke. Nur mit Glück bleiben der Fahrer und seine Beifahrerin unverletzt. Auch Bernd Suko kommt mit einem Schock davon, doch der sitzt tief. Tja, dass ich meine Tochter Caro noch mal wiedersehe. Ich hab das ja nicht gewusst, ob mir was passiert ist oder so, aber ist eben. Die Sonderkommission der Polizei ermittelt jetzt bundesweit, denn der oder die Täter müssen so schnell es geht gefasst werden. Die Polizeidirektion Oldenburg hat vor dem Hintergrund der Tatbetroffenheit verschiedener Regionen eine zentrale Sonderkommission eingerichtet. Die Sonderkommission ermittelt in mehreren Fällen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Denn die Gefahr ist groß, dass es weitere Schüsse geben wird und die dann auch Menschen treffen. In einigen Fällen sind Seitenscheiben oder auch Windschutzscheiben betroffen worden. Es muss geguckt werden, ob es auch einen örtlichen oder zeitlichen Zusammenhang geht. Aber das und weitere Fragen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Schüsse auf unbeteiligte Autofahrer. Warum tut jemand sowas? Wir treffen Profiler Axel Petermann. Er weiß, was hinter diesen Taten steckt. Das können zum einen Täter sein, die Frust ablassen wollen, die einfach Menschen in Gefahr bringen, indem sie auf sie schießen und vielleicht auch erleben wollen, was denn dann passiert. Vielleicht ein folgenschwerer Unfall. Es kann aber auch sein, und da muss man immer genau gucken, auf welches Ziel hat der Täter direkt geschossen, dass sie Spaß daran haben. Eine dritte Alternative wären Nachahmer. Der Profiler vermutet auch, dass es sich nicht um einen, sondern um mehrere Täter handelt. Wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit sogenannte Sniper gehabt, die als Heckenschützen Opfer doch gezielt töteten. So weit sind wir zum Glück noch nicht, aber zu befürchten ist natürlich, wenn es nicht Einhalt geben sollte bald, dass dann auch irgendwann ein folgenschwerer Unfall passiert und Menschen zu Schade kommen. Bernd Suko weiß, dass er unglaubliches Glück hatte. Er hofft, dass die Soko mit ihren Ermittlungen schnell erfolgreich ist. Dass einer versucht, einen umzubringen, normalerweise, man hat ja keinem was getan. Ne? Das ist das ja. Und das ist ja schon, man versuchte, Tötung mit Mordabsichten und so. Hauptsache, die gehen dann auch lange ins Gefängnis dafür. Ne?